Yo Leute, mit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ja, es wird kein richtiges Projekt sein von diesem Let's Play, und zwar Let's Play Ice Lakes. Das ist, glaube ich, mehr so ein Spiel für zwischendurch, was ich jetzt nicht irgendwie 20 Parts oder so durchziehen kann. Aber ich kann es ja versuchen. Also, kurze Vorgeschichte, ich habe mir dieses Spiel gerade per Kurzschlussreaktion gekauft. Bei Steam, der Trailer hat mich ein bisschen angesprochen. 12 Euro fand ich jetzt schon übertrieben als Preis für das Spiel. Und ich habe es mir trotzdem geholt. Keine Ahnung, das Spiel kommt gerade raus. Man kann halt durch so eine Winterlandschaft ziehen, wie man das hier sieht, Open World, und muss halt Fische fangen und dann, ja, Fische verkaufen. Und keine Ahnung, was noch. Ich habe keine Ahnung. Wirklich null. Ich habe einmal eben reingeguckt hier. Tournament habe ich immer reingeguckt. Und keine Ahnung. Echt, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe versucht, einen Fisch zu fangen. Ich saß da 5 Minuten vor so einem Loch. Und dann habe ich einen Fisch rausgeholt. Und dachte mir nur so: Ey, das wird so ein spannendes Let's Play. Das geht los. Und auf jeden Fall, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe mit Glück irgendwie einen Fisch da rausgeholt. Kein Plan, ey. Auf jeden Fall, Equipment habe ich schon mal reingeguckt. Hier, dann so verschiedene. Ey, keine Ahnung. Morymischka. Köder. Hier noch andere Köder. Was ein Vertical Jigs ist, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen beim Live. Und ich habe auch keine Ahnung, was das auf Deutsch bedeutet. Equipment technisch kann man hier noch die Angelrouten einstellen und die verschiedenen Bohrer zum Beispiel. Fände ich es cool, wenn es verschiedene Dicken von Eis geben würde. Zum Beispiel mitten auf dem See ist es dann ein bisschen dünner oder so. Keine Ahnung, und dann muss man halt einen besseren Bohrer benutzen, damit man Löcher bohren kann. Vielleicht sind die auch nur schneller und ich habe keine Ahnung. Hier haben wir noch die Köder. Ja, was sind das hier? Lures. Hundefutter oder so. Keine Ahnung, hier haben wir noch verschiedene Haken. Tallyho. Guck mal, den können wir uns zugreifen. Wir haben 1000 Startgeld. Und mal sehen, was uns erwartet in diesem Let's Play. Ich bin komplett gespannt, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Echt, ich kann es doch 20 Mal sagen. Ich habe keinen Plan von diesem Spiel. Aber wir versuchen es einfach mal. Wir gehen mal auf Start Game. So, Evening, Morning, Noon. Nein, Noon. Ich bleib mal bei Evening. Winter, Spring, Autumn. Ich lasse einfach mal Winter, weil das passt so zu diesem ganzen Dings. Total Weight. Was ist das? Free Fishing. Free Fishing without Time Limit and Restriction. Total Amount. The Number of Fish Attempts in Winter. Okay. Biggest Fisher. Den größten Fischer. Da gibt es halt verschiedene Herausforderungen. Erfahre ich gerade mal hier so. Herausforderung ist das halt immer. Ich schätze mal, man spielt immer offline gegen andere. Oh, hier kann man auch eine andere Karte einstellen. Ey, nice. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier storymäßig mir ein Haus baue und dann fischen gehe oder so, sondern ich werde in eine Map reingeworfen. Eine Open-World-Map, kann mir dann da in diesem Gelände irgendwo ein Plätzchen suchen und da entspannt fischen. Und dann halt je nachdem, welchen Spielmodus ich spiele, dann versuchen, in einen kleinen Fischwettbewerb zu gewinnen. Jedenfalls glaube ich, dass das so ist. Oh, Alter, das kriegt man ja voll viel Kohle, Alter. Spiele ich ja 5-mal, bin ich immer Erster geworden und kann alles holen, was ich will. Nee, also wir spielen einfach mal Free Fishing. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich mir ein bisschen das Spiel angucken muss. Ich habe keinen Plan soweit und ja, ich starte jetzt einfach mal. Und wir laufen hier ein bisschen rum. Man sieht jetzt hier Vogelperspektive. Da kann ich noch ein bisschen näher ranzoomen und mir diese geile Laufanimation angucken. Start, ja. Wir machen Free Fishing. Ich zoome mal wieder ein Stück raus so. Was ist das hier? Selfish. Ah, hier kann ich meinen Fisch verkaufen. Okay. Ja, ich laufe einfach mal in diese Richtung. Einfach in die Mitte des Sees. Oh ja, keine Ahnung. Free Fishing, ja, spielen wir jetzt halt. Minus 22 Grad haben wir. Alter, als Maul, ist ja voll geil. Da würde ich nicht. Lol. Ja. Einfach mal gegen den Zaun gerannt. Den sieht man so gut von hier oben. So, wo muss ich denn jetzt lang, ey? Das Spiel geht darum, Fische zu fangen. Und ich bin zudem nicht überhaupt zu so einem See zu kommen. Aber hier ist ja schon mal so ein See, ne? So, unten rechts habe ich schon mal entdeckt. Haben wir so ein cooles Symbol. Und ich stelle mich einfach mal mitten auf den See hier rauf und bohr ein Loch. So, fix wie sonst was, wird jetzt hier so ein Loch reingebohrt. Soundeffekte und Grafik sind natürlich 1A. So, und das sind jetzt unsere Auswahlmöglichkeiten. Das, mehr habe ich auch noch nicht von dem Spiel gesehen. Hab hier dann irgendwie so meinen Fisch reingeworfen hier irgendwie mit und das war's. Hier haben wir so eine Kelle,
können wir was mit rausfischen, was auch immer war, was man damit machen kann, weil Wasser verliert ja das Becken irgendwie nicht. Hiermit können wir zwischen einem Balanced-Dings hier. Balanced. Mir fällt das deutsche Wort dazu gerade gar nicht mehr ein, wo ich nur Jigs sehe. Köder. Köder, ist das Köder? Ja, von mir aus. Und diesem Mormyshka. Ich bin kein Angelprofi, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie in meinem Leben geangelt. Und können wir halt hier auswählen, ich habe keine Ahnung, was das ändert. Ich bleibe einfach mal bei dem Blue Beast. Und lassen den Red Devil außen vor, mit dem können wir es nochmal später versuchen. Und was ist denn nun los? Irgendwie den Köder geändert oder so, keine Ahnung. Obwohl ich den ja eigentlich vorher schon hatte, aber das interessiert mich jetzt einfach mal nicht. So, hier Angel könnten wir ändern und dann habe ich ja eben schon gezeigt. Und den Haken und dies, das kann man hier alles ändern, aber Köder, hier, wie die Würmer, die wir haben und dieses Hundefutter, keine Ahnung, was das ist. Das friert langsam wieder ein. Deswegen muss man das machen. Ah, jetzt verstehe ich schon mal. Oh, man hat dazugelernt schon mal. Und dann können wir halt alles ordentlich. Ich werf einfach mal den Köder rein. So, jetzt haben wir hier unsere Angel und werden ganz entspannt warten. Hier fehlt mir jetzt zum Beispiel so ein chilliger Soundtrack oder so. Und jetzt können wir hier ganz entspannt ein bisschen... Oh, oh! Halt's Maul. Was war das jetzt? Können wir ganz entspannt so ein bisschen unsere Angel hin und her schweben, damit das so aussieht. Man sieht hier an der Seite links, wie tief das ist. Und so, dass es so eine Art natürliche Fischbewegung ist. Oder ich habe keine Ahnung. Kannst es hier weiter reintun, weiter rausziehen. Je nachdem, keine Ahnung. In der Hoffnung, dass du was fängst. Aber wenn ich beispielsweise jetzt den Mauszeiger loslasse. Lol, zieh das jetzt raus? Warum zieh das jetzt raus? Na egal. Wenn ich es jetzt hoch mache und den Mauszeiger loslasse, dann pendelt das sich immer wieder in die Mitte ein. Also ich kann das nicht irgendwie von einem Punkt fixieren oder so. Und unser Ziel ist es jetzt hier zu warten, bis ein Fisch anbeißt. So. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn ich das hier bewege. Aber guck mal, wenn ich jetzt so mache. Sieht man, da drinne bewegt sich die Schnur einfach kein Stück. Aber hier oben bewegt sie sich. Die ist schon festgefroren. Oh, die ist ja wirklich festgefroren. Ich dachte, das ist ein Bug. Okay. Ja, dann versuchen wir es mal weiter. Jetzt komm schon. Gib mir mal einen Fisch. Ich will den Leuten was zeigen. Eine Runde fischen. Was will man mehr? Ja, eine Runde fischen. Friert aber ganz schön schnell zu hier, ne? Na gut, wir haben minus 21 Grad, das ist kein Wunder, ne? Ein Stück höher. Schön durch die, durchs Eis durch mit dem Faden. YOLO. Oh, diese Tiere hier im Hintergrund, da kriechen allzu viel. Ah, ich kann parallel das machen. Das war vielleicht nicht so geplant, aber man kann so eine Spice einfach keinen Scheißfisch an. Komm, Attacke! Leute, ich will jetzt einen Fisch fangen. Ich warte jetzt einfach mal ganz kurz ab. So, keine Ahnung, 30 Sekunden. Guck, ob sich dann was tut. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Geduldsspiel. Oh, ich dachte, jetzt ploppt irgendwie auf so, Attacke, zieh den Fisch raus. Und was ist, das weiß ich schon. So kann ich meine Angelrute bewegen. Wow, danke. So. Wenn ich die Angelrute bewege, kann dann auch was anbeißen? Oder muss ich die dann stillhalten? Oh cool, links an der Seite bewegt sich sogar der Fisch hoch und runter. Sehe ich gerade mal so fresh. Alter, das ist ja auch jetzt das spannendste Let's Play überhaupt. Also. Ey. Hallo. Ein Fisch, bitte. Nee, komm. Danke. Ne, das bringt hier nichts. Das Loch bleibt hier. Ich ziehe ein Stück in eine andere Richtung. Oh! Ein Hirsch. Oder ein Reh. Oder was auch immer. Und ich grabe jetzt mal hier so ein Zwischenstück, was auch nicht so tief ist. Mache ich jetzt einfach mal. Ein Loch. Vielleicht leben hier andere Arten von Fischen, die wir ein bisschen leichter fangen können. Oh, auf Hightech-Physik hier. Können wir ein bisschen rumpöbeln mit dem Ding. Und wir versuchen es einfach mal. Hängen hier ein bisschen unsere Angelrute rein. Ein bisschen näher zum Boden vielleicht. Ein bisschen wieder rausziehen. Vielleicht sind die hier etwas näher unter der Oberfläche, die Fische.
Ich habe jetzt auch kein Tutorial oder so gefunden. Vielleicht mache ich hier gerade auch alles falsch und bin einfach zu dämlich, einen Fisch zu fangen. Aber ich glaube, das Spiel ist einfach nicht für ein Let's Play ausgelegt. Aber ich versuch's weiter. Das ist mir scheißegal. Ey, das ist echt nicht zu fassen, Mann. Wieso beißt denn hier nichts an? Na gut. Ich wollte nicht, dass es hier einfriert, ne? Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, in Wirklichkeit, wie Eisfishing so ist. Also, auf was man da achten muss und so. Vielleicht sollte ich öfter D-Max gucken, dann wüsste ich das jetzt vielleicht. Das ist auch schon so eine Sache, ey. Hier passiert einfach nichts. Gar nichts passiert hier. Ey, das ist echt... Nee. Ich glaube, ich will mein Geld zurück. Oh Mann, was soll das denn? Okay. Nein. Ich gebe nicht auf. Ich will einen Fisch fangen. Ey, das ist ein Höschen. Hallo Höschen. Hallo. Vielleicht mache ich auch gerade alles falsch. Vielleicht... Ich guck mal ganz kurz die Controls. Was ist das hier? Ah, das ist nur die Karte. Wow. Das zeigt mir, wo es wie tief ist. Na, ist gar nicht so schlecht. Ich dachte, es wäre unnötiger. Aber gut. Keybindings da. Bewegung, das habe ich schon alles rausgefunden. Show Map, ja, das ist nicht so schwer. Death Map. Death Map. Keine Ahnung. Drill a Hole, ja, das mache ich anders. Camera View. Drills. Q, okay. Jump, okay. Rods, 1, 6, ja, das ist das, was ich alles auswählen kann. Raise, lower. F. Change bit, slash, scoop, use, lures, okay. Oh ja, ich habe gar nichts verändert, aber ich speichere es trotzdem, egal. Ne, continue, nicht quit. So, ich bin beinahe rausgegangen hier. So, hier soll es ordentlich tief sein. Dann mache ich mir hier einfach mal ein Löchlein. Aber man sieht hier ist an der Anzeige links mit den 14 Metern kein einziges Stück Boden mehr sichtbar. Und wir platzieren unseren Bohrer. Du bringst mir kein Glück, Kollege, deswegen steige ich jetzt mal auf den Red Devil um. Den bauen wir fix an unsere Angel ran. Und jetzt gucken wir mal. Oh, da können wir auch einen Köder ran machen. Ja, ja. Ein Würmchen dran. Oh. Was ist da denn? Okay. Ja, okay, ja, okay. Ich will ja nicht, dass mein Eis hier einfriert. Mein Wasser einfriert. So, dann lasse ich das Ganze einfach mal rein und drück F. Okay, ich dachte, damit geht das hoch und runter und damit kann ich das ein bisschen regulieren, aber damit ist es einfach nur die Schnelltaste für die Taste, die ich an der Seite habe. Schade. Ich warte jetzt einfach mal ab. Bewegt die Angel nicht großartig. Oh, da zieht was. Oh. Ja! Ein Roach. Was auch immer das ist. Oh, einfach auf dem Eis. Pack's einfach drauf. Ja, der Köder. Der Köder, der hilft. Und da hau ich direkt noch einen drauf. Ja, jetzt haben wir unseren ersten Fisch. Wow, gut. Beziehungsweise meinen zweiten insgesamt. Und ich hau das immer wieder raus, nicht, dass das einfriert. Okay, ich simuliere jetzt mal hier ein bisschen. Boah, ich denke jetzt, das Eis bricht unter mir weg. Oh, da bewegt sich was. Hol ihn raus. Oh, noch ein Rutsch. Oh, der ist überdoppelt so schwer. Ey, der ist sogar größer dann. Also, das ist ja echt ein High-Tech-Fishing-Game hier. Na komm, hier. Hau noch mal ein bisschen Köder drauf. Wir wollen jetzt ein paar Fische fangen, ey. Oh, jetzt macht das Spiel Spaß. Es mag gerade wahrscheinlich das langweiligste Let's Play auf diesem Planeten sein, aber ich habe meinen Spaß, Alter. Schön ein paar Fische fangen. Eww. Okay, ein bisschen tiefer rein. Ein bisschen weiter raus. Mir fällt auch direkt eine Person ein, die dieses Spiel, glaube ich, lieben würde. Und das ist mein Vater. Weil mein Vater einfach früher, ganz früher immer so eine Fischerspiele gespielt hat. Auf seinem ganz uralten PC, ey. Oh. Grafik echt minus 20, aber das ist ja auch nicht gerade grafisch das Anspruchsvollste. Aber ist vom Gameplay, glaube ich, ein bisschen mehr als das, was er damals gespielt hat. Oh, oh, oh.
Gib ihm die Kante. You were too slow. Halt's Maul. Er hat meinen Köder gegessen. Ich versuch's nochmal mit dem anderen Dings. Ich will das nochmal ausprobieren. Das kann doch nicht nur um dem gelegt haben. So, ich baue mal fix wieder um. Nicht, dass unsere Fische hier noch wieder ins Wasser zurückzappeln. Muss ich ein bisschen aufpassen hier auf die Kleinen. So, Attacke. Oh, ja. Nicht, dass es hier einfriert. Gucken wir mal. Oh, oh. Jo. Oh, der wiegt fast ein Kilo. Ein Perch. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was das ist. Es freut mich einfach nur, dass ich ein paar Fische fange. So, wir angeln jetzt noch mal ein bisschen weiter mit diesem Köder. Versuchen noch mal ein, zwei Fische damit rauszuziehen. Und, vielleicht kriegen wir dann schon ein bisschen Geld dafür. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kriege ich da auch schon ziemlich viel Geld für. Ich werde gleich erstmal zu diesem Fischladen gehen, da wo wir ganz am Anfang gespawnt sind, und verkaufe die Dinger mal. Oder versuche sie zu verkaufen. So, erstmal raus damit wieder. Und die Pötte hier, die kann ich nicht benutzen. Hier, das jetzt auch gerade nicht. Damit kann ich den Köder in der Mitte drauf drücken. Aber ist schon mal gut, dass ich das hier rausgefunden habe mit dem Kollegen. Ja, sonst wird die ganze Zeit wieder mein Loch hier zufrieren. Oh, ja, ich weiß schon. Ich weiß nicht, ob das essentiell für das Fangen von Fischen ist, die Rute zu bewegen, oder ob man das auch einfach so abfahren lassen kann. Aber wenn ich die Info bekomme, dass ich es bewegen soll, dann ist es wahrscheinlich auch gut. Oh, es ist schon wieder, als wenn hier alles zusammenbricht unter mir. Und dann fallen meine Fische vermutlich wieder rein ins Wasser. Das wäre echt die Höhe. Okay. Tick weiter raus vielleicht. Komm schon. Komm schon. Oh, oh. Nein! Okay. Wir brechen mal ganz kurz an dieser Stelle ab. Ja. Pack mal zusammen. Habe ich die Fische jetzt irgendwie? Mein Rucksack? Inventar oder so? Gibt's sowas? Ich guck mal ganz kurz wieder in die Settings. Denn ich will ganz kurz mal rausfinden auch, wie ich schnell... Ach, mit F war das ja. Genau, wie schnell meine Rute da wieder rausziehen. Mit F, ja gut. Use Lures. Ist hier irgendwo... Jump Drills. Camera View. Scheint nichts von Inventar zu stehen. Wow, diese Sprunganimation. Ich bin beeindruckt. Na gut, ja gut, ehrlich, so gefällt mir das eigentlich auch ein bisschen besser, muss ich sagen. Das kommt mir doch ein bisschen entspannender, heimatlicher vor als diese Vogelperspektive. Kann ich den auch kaputt laufen hier, diesen Schnee? Kann ich den Schnee mal kaputt mal laufen? Ja, nö, ich laufe einfach durch. Was ist das hier? Für 12. Okay. Wir haben 1000 am Anfang. Ich racker mir hier einen ab, um Fische zu fangen. Und ich bekomme 12 Münzen dafür, dass ich 3 Fische mit meinem Leben ergattert habe. Nee. Nee. Das reicht mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Wenn ihr dieses spannende Let's Play so hart feiert wie ich. Ich werde auf jeden Fall jetzt ohne Spaß. Ich werde davon noch mehr Parts hochladen. Und wir hoffen einfach mal, dass es jetzt ein bisschen vorangeht und dass ich jetzt mal ein paar Fische fange und nicht mich weiter so blamiere. Dann werden wir auch vielleicht mal so ein Turnier mitmachen oder so. Ja, ich werde schon noch einige Parts davon rausknüppeln, denn das ist gerade mal der Anfang. Ich lerne ja gerade das Spiel erstmal kennen und so. Also haut rein, Leute. Wir sehen uns. Ciao.